Oh, wir sehen auch schon die ersten Reaktionen. Let's go, Zigzag. Er wird angefeuert. Er ist, ich würde sagen, Außenseiter, nachdem jetzt The Stimp auch im Finale steht, um den Tag Team Title. Ja, da sind Sterne im Titel, weil der erst Hardcore-Titel hieß. Ich weiß nicht, warum die Hardcore ausblenden. Ist ja jetzt nicht so, dass John Hardcore-Titel in der WWE. Ich habe daraus dann den Twitch-Titel gemacht. Das ist vielleicht ein vorläufiger. Ich musste mich beeilen, damit der Event rechtzeitig startet. Ist alles improvisiert noch. Und jetzt geht's los. Final. Um den Twitch-Titel. Wir müssen gleich die Einzüge auch wieder anstellen, damit es finalwürdig ist. Genau. Technik gegen Muskeln. Wie es der Daruga schreibt. Ja, ich finde die Wyatt Family ist sehr, sehr gut. Bray Wyatt vor allen Dingen mikrofonstark. So, Zigzag hier legt sich schon. Bitte? Hier musst du am Range sein als Sprecher. Der ist ein guter Sprecher. Das habe ich auch schon ausführlich geschrieben, It's Mafia, und schon ein paar Mal geschrieben. Ach so, das ist mein Hardcore-Titel. Ja, Entschuldigung. Ich brauchte ganz schnell einen Twitch-Titel. Sorry. Ging nie anders. Mr. Kaluko kauft sich Pommes und Pizza und hofft, dass die Schnitt gewinnt. Und sieht auch ganz danach aus hier gerade im Match. Schnipp, hämmert hier Zigzag zu Boden. Wird er sich den ersten, ich sage jetzt einfach mal den ersten Titel sichern? Ich stell das mal im Raum. Nach dem Motto, und der zweite folgt sogleich. Ja, aber wie wir beim letzten Match mit Max hatten, sollte man Zigzag nicht unterschätzen. Oh nein, das sollte man auch nicht. Da hat man gerade auch gedacht. Jetzt, der hämmert jetzt. Ah nee, dein Schnipp kann sich wieder wehren hier. Der hat den Abend seines Lebens heute. Ja, hier, das war der. Der Rap Lane, der hatte geile Flachwitze gebracht. Ich muss nicht mehr zum Match gucken. Wir haben Finale. Ich bin wieder weg vom Chat. Das hat Gesühlt schon drin. Kaba jetzt von Schnipp. Bei 2. Kommt Zigzag raus. Hier um den Twitch-Channel. Wer wird Erster? Wir werden es jetzt gleich in wenigen Minuten erleben, wer der erste Titelträger wird. Aber Daryl Baker sagt, der wird schon. Zigzag jetzt auch ziemlich benommen in der Ringecke und Schnipp muss jetzt nachsetzen. Zigzag kann hier rauskommen. Dreht sich ihn hier zurecht. Ja, dann Kostüm-Sprech, das war klar. Wenn es sagt, stellst du Jim noch Leute und sofort ins Mafia Joker. Interessantes Match aber. Oh, und hart mit der Clothesline in die Ringecke wird er hier befördert. Gentlemen, we are witnessing history here tonight as we will be crowning a new champion. And one of these competitors will forever go down alongside the other greats that have captured. Jetzt Zigzag hier aber wieder im Spiel. Hier gegen den Schnipp, setzt ihm hart zu. He's simply reminding him that he's here. Bitte? Noch brauchst du die Musik nicht. Ja, ich hab kurz auch so wenig Stumm gehabt. These guys are giving it their all here tonight, not just to entertain the fans, but to ultimately walk away with the win. Ja, Digga, nein, hier Moritz, was ist so ein gut, das hier war's dann, I have a strong feeling these guys will throw caution to the wind and just go full steam ahead. I hope you're right, that's exactly what I want to see. Wirkt hier Zigzag. Das Problem, das ist immer so schwierig, ne? Weil, ich weiß nicht, ob du das merkst, das ist immer so 10 Sekunden versetzt, wenn du kommentierst. Also, das könnte schwierig sein, wenn jetzt gleich sage, ich will dich nicht spoilern. Wenn ich jetzt gleich sage, Gewinner, erschreck dich nicht. Pin jetzt hier von Schnipp. 2. Kommt Zigzag aber raus.
Timing is everything. Und wir begrüßen Daniel Lohr. Hallo. Und Dennis Gamage fragt, wie findest du die Authority? Oh, wir sehen hier die Platzwunde an Zig Zag. Schnipp wieder brutal dabei. And remember, the title is on the line here tonight. We are guaranteed a new champion. And I can only imagine the pressure these competitors are feeling right now, knowing that the gold is on the line. That wild strike found nothing but empty air that time. Schnipp, ihr battelt gegen Schnipp. Lass das. Tu mir nicht noch mehr weh. Aber Schnipp kennt keine Gnade. Legt weiter hier los und ja, Zig Zag angeschlagen. Und wieder Platz und der Stunner. Das kann es gewesen sein. Ist das der Titel hier für Schnipp? Aber er braucht zu lange. Er braucht zu lange. Cover? Nein, das hat zu lange gedauert. Da kommt Zig Zag raus. Das wäre es eventuell gewesen um den Titel. Aber Zig Zag will natürlich auch den Titel haben. Das Interessante, weil gerade eben die Zig Zag Zeit geschindet hat. Also oh ja. Indem er so gesagt hat, nein, nein, nein. Obwohl er damit eng ist. DDT, Schnipp jetzt ausgeschaltet. Ich muss dich kurz unterbrechen. Tut mir leid, beide am Boden. Und ganz sofort weitersehen. Ich will nur eben wissen, ob Zig Zag jetzt hier zum Cover ansetzen kann. Unser Schnipp besiegt der Cover. Ah, oh, Schnipp ist aber auch unglaublich schnell wieder draußen. Jetzt kannst du sofort weiterreden. Bei so spannenden Situationen. Da muss ich einfach mal dazwischen quatschen. Der Schnipp sagt, komm her, jetzt kriegst du meinen Finisher. Das kann es gewesen sein. Außer Zig Zag befreit sich. Nein, er befreit sich. Die GTS geht durch. Das war's. Wir haben einen neuen Titelträger. Außer Schnipp lässt sich wieder zu viel Zeit. Twitch-Titelträger, der erste Miyagi-Universe. The Schnipp. Herzlichen Glückwunsch. Der Schnipp feiert erster Titelträger im Miyagi. Applaus. Das ist großartig erkennen. Da hat Chris